Wir sind ein sehr junger Betrieb. Wir haben 18 Mitarbeiter. Und ja, sind jetzt fortlaufend gewachsen und sind auch mit der Digitalisierung fortlaufend dran, uns zu verbessern. Und unter anderem auch mit dem 3D-Disto. Bei der Schreinerei Stolz ist der Sitz in Toggenburg. Wir machen hauptsächlich Küchen, Innenausbauten und auch Türen. Man kann schon sagen, überall, wo es Spezialsachen braucht, sind wir an erster Stelle, sagen wir mal. Im Moment haben wir ein schönes Projekt machen im alten Bauernhaus, das man renoviert hat. Und zwar dürfen wir dort Küche einbauen. Dort sind wir mit dem 3D-Disto gemessen, dass wir die Abdeckung der Küche genau im Winkel haben, wo dann auch die Wände haben. Speziell an dieser Küche war der Kamin, den wir dort rein haben, wo die Kochinsel rundherum kommt. Und das Schöne ist, wenn wir es mit dem 3D-Disto messen, dass es dort sicher super stimmt. Also eine Funktion, die wir viel brauchen, ist von Punkt zu Punkt messen, eben entweder horizontal oder vertikal. Dann kann man den ersten Punkt holen und nachher den zweiten Punkt und nachher misst er in einem Abstand, den man selber auswählen kann, von Punkt zu Punkt. Das brauchen wir, wenn wir an die Wand anpassen müssen, zum Beispiel eine Sichtseite von einer Küche. Oder wenn ein versteckter Punkt ist, dann gibt es den Verlängerungsstab mit zwei Messpunkten drauf. Und dann kann man beide Punkte anzielen und der Disto weiss dann, okay, jetzt hat er auf der Spitze vom Pfeil gemessen. Wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, dann geht es sehr gut. Es ist alles selbsterklärend. Das Schöne am 3D-Disto ist, man hat auch Kontrollen im 3D-Modell und kann das nochmal schnell anschauen, wenn man fertig ist mit dem Messen und sieht schnell aus, ob ein Punkt vergessen gegangen ist oder nicht. Und kann den am Schluss nochmal reinnehmen. Das ist eine gute Sache. Ja. Also von der Messzeit her habe ich das Gefühl, sparen wir eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Nachher, sobald man das CAD aufmacht, sieht man den grossen Vorteil. Dort spart man sicher eine halbe Stunde ein, bis man den Raum modelliert hätte. Hat man eigentlich im 3D-Disto schon importiert und das stimmt schon. In der Werkstatt geht das Zeug gleich schnell durch. Nachher auf der Baustelle denke ich, dort holen wir locker 2-3 Stunden, 4 Stunden raus pro Küche, wo im Volumen etwa 2 Tage Montage hat. Also ich behaupte, etwa 15-20% sind wir schneller mit Montieren. Ja, also früher hat man einfach mit dem Meter gemessen, mit dem Winkel. Und wenn es ganz kompliziert geworden ist, hat man eine Schablone gemacht, die aufwendig angepasst, ist zweimal, dreimal angefahren, bis sie vielleicht gestummen hat. Und dann hat man die wieder müssen kopieren auf CNC. Und das war ein riesen Aufwand, wo man jetzt eigentlich einmal von A bis Z durchspielen könnte. Also ich würde 3D-Disto jedenfalls über den Winter empfehlen. Aus den Gründen, weil es einfach viel effizienter ist, viel genauer ist das Ganze. Und man hat einfach Sicherheit, man hat weniger Leerläufe.